Frau Abegl, ich bin unterwegs im Auftrag vom Sauermuseum, mache aber auch noch eine Aufnahme über das ganze Konzept vom heutigen Tag und auch von der Kunsthalle Narbonne. Und es wäre interessant, wenn Sie mir ein bisschen etwas erzählen könnten. Ja, ganz interessant ist natürlich, dass wir früher noch mal sogar beieinander gewesen sind. Sauer Oldtimer sind unsere Nachbarn gewesen. Sie haben sogar müssen immer durchfahren und es hat sogar mal eine Situation gegeben, wo das Feuerwehrauto hat müssen ausrücken an einer Vernissage. Und alle haben das Gefühl gehabt, das gehöre zusammen. Aber mittlerweile sind wir natürlich allein da, Sauer, wenn sie ihr Museum machen können. Und die Kunsthalle Arbon gibt es jetzt schon mehr als 25 Jahre. Und wir machen vor allem installative Kunst, eine zeitgenössische, experimentelle, installative Kunst. Und unsere Besucher sind sehr viele Künstler natürlich, aber Publikum haben wir auch sehr viel von der ganzen Schweiz und sogar aus dem Ausland natürlich. Wir sind als Verein konzipiert. Wir nennen uns Kunsthalle Arbon und wir haben den Vorstand, der wechselt manchmal zwischen 5 und 7 Mitgliedern. Wir haben eine Kuratorin neu, sie ist Kunsthistorikerin. Und bis dort an, bis sie gekommen ist, hat vor allem ich die Ausstellungsprogramm zusammengestellt mit meinem Vorstand zusammen. Aber jetzt haben wir eine professionelle Kunsthistorikerin und das Konzept ist eigentlich weiterhin das gleiche. Oder? Wir wollen Künstler aus der Region zeigen, aber auch Künstler aus dem Ausland zeigen, wie man in anderen Ländern Kunst in dem Bereich schafft. Die heutige Ausstellung, ist da vielleicht mal etwas Interessantes dazu? Die heutige Ausstellung ist eigentlich das dritte Mal, wo die Kulturstiftung Thurgau eine sogenannte Werkschau ausrichtet. Die Werkschau hat jetzt bisher alle 3 Jahre stattgefunden, jetzt ist das dritte Mal. Und da ist eine jurierte Ausstellung, die Künstler bewerben sich und werden nach einem bestimmten Kriterium dann ausgejuriert. Und wir sind damals 4 Ausstellungsräume mit der Kartuse Ittingen, Kreuzlingen, Kunstraum Kreuzlingen, dann der Schett im Frauenfeld und Kunsthalle Arbon. Und wir haben da innen 6 Positionen, 6 Künstler mit zum Teil 3 Werken. Da ist jetzt zum Beispiel gerade ein Ensemble von der Lucy Schenker. Wenn wir gerade den Hanna anschauen wollten, da ist ein sehr bekannter Steinbildhauer. Das ist der Peter Kamm. Er macht sehr interessante Steinskulpturen, nicht die herkömmlichen. Und er hat in Arbon, vom Sauerdusen, sein Atelier. Ja. Das sind Künstler, die einen schwerenden Bezug zum Thurgau müssen haben, sonst können sie sich gar nicht bewerben. Das ist die Werkschau Thurgau und ausgerichtet von der Kulturstiftung vom Kanton Thurgau. Schön. Frau Abegl, ich danke Ihnen vielmals für die Ausführungen. Er ist der Herbert Kopeini. Thank you.
Und dann tust du lieber mal noch mit Stahl an, bis wir wieder ein bisschen kriegen. Auch wie alle Künstler